Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Spielmir-Kanal. Leute, heute mal wieder mit dem verrückten Professor. Ja, so nennen wir ihn jetzt mal. Das ist hitzeempfindliche Knete. Also die verändert die Farbe bei Hitze, also wenn es warm wird. Na, und das werden wir gleich natürlich testen. Was passiert mit der Knete, wenn die hier erhitzt wird oder wenn sie warm wird? Ihr wisst schon, was ich meine, Leute. Okay, und wir können schon sehen, die Farbe hat sich schon verändert. Also, wir sehen jetzt hier. Ich hoffe, ihr könnt den Farbeffekt sehen, aber wir werden das gleich auch nochmal anders testen. Und zwar werde ich gleich kaltes und warmes Wasser holen. Und dann werden wir das nochmal testen. Ne? Also wir können hier die so ein bisschen lila und blau sehen. Vielleicht könnt ihr es gerade... Also ich sehe es. Ich hoffe, ihr könnt die Farbunterschiede jetzt auch so ein bisschen erkennen. Ich meine, wenn es warm ist, dann wird es lila. Wenn es etwas kühler ist, dann wird diese Knete hier blau. Ich bin mir aber auch nicht ganz sicher. Deswegen müssen wir das auf jeden Fall gleich mal mit heißem und kaltem Wasser testen. Ob man sie jetzt mit einem Hammer zersplittern kann, weiß ich nicht. Werden wir aber auch nicht testen heute. So, und jetzt würde ich sagen, holen wir uns doch mal kaltes Wasser, eiskaltes Wasser und heißes Wasser. Dann wollen wir mal einmal kaltes Wasser, warmes Wasser. Wir haben hier noch ein paar Eiswürfel drin. Ich hoffe, es ist kalt genug und das ist warm genug, aber das ist eigentlich schon ziemlich warm. Schon fast heiß. So, und jetzt testen wir das mal. Als erstes kommt es hier ins heiße Wasser. Okay, da ist es blau. Okay, anscheinend wird es bei Wärme blau und nicht bei Kälte. Und jetzt tun wir... Ja, okay. Jetzt sehen wir es auf jeden Fall. Also hier wird es dann so lila, ne? Aber ihr seht schon, es wird relativ schnell warm. Ja, es ist momentan auch warm. Und hier auch im Raum ist es sehr, sehr warm. Aber das funktioniert auf jeden Fall. Ne? Was für ein cooler Effekt. Oder was sagt ihr, Leute? Also mir gefällt die Knete sehr, sehr gut. Sie ist sehr gut formbar und wie gesagt, kann sie hier auch schön warm machen. Und dann wird sie blau. Cool, 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 cool. Wir können sie wirklich nur ein bisschen hier. Zack. Und dann hier wieder. Zack. Blau. Und so sieht die Knete dann aus. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Und wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch. Wenn es euch gefällt, Daumen hoch. Gar kein Problem. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns doch beim nächsten Mal, Leute. Ciao! Jetzt packen wir das mal hier hin. Die Einhorn-intelligente Knete. Packen wir mal schön hier drauf. Da ist sie im Schatten. So schön pink. Oh, der Boden ist aber heiß. Hei, 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 meine Hände brennen. So. Jetzt im Rückwärtsgang hier. Schöne Knete. Und nochmal. Nein. Ich glaube, das Einhorn hat es nicht überlebt. Da ist auf jeden Fall das gute Profil von dem Reifen drin. Ja, aber das ist doch richtig gut geworden. Versuch mal, ob es abgeht. Ja, klar. Oh, perfekt. Ich glaube, Einhornknete ist der Gewinner. Ja, guckt euch das mal an. Kein Abdruck, gar nichts. Die Aber ich glaube, die können wir nicht mehr benutzen, Nina. Die ist ein bisschen dreckig, also die ist ein bisschen geworden. Dreckig geworden. Aber die Einhornknete und Squishy haben hier heute den Test gewonnen mit dem Auto. Ich schwitze, Leute. Ich schwitze, das war auch echt ein Schweiß. Leute, wir hoffen, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir gehen jetzt rein und holen uns ein Eis. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ich hatte euch ja versprochen, dass wir mal versuchen werden, mit einem Hammer die intelligente Knete zu zerschlagen, sodass sie dann letztendlich in viele Teile zersplittert. Ich habe hier jetzt 5 verschiedene Knetmassen herausgesucht. Die sind alle von einem unterschiedlichen Typ. Also wir haben hier einmal Neon Flash. Die Knete kann eigentlich nichts Besonderes. Nur, dass sie halt eine schöne Farbe hat. Dann haben wir hier Ferromagnetisch. Diese Knete ist, wie der Name schon sagt, magnetisch. Hier ist nämlich so ein kleiner Magnet drin, den werde ich jetzt mal rausnehmen, damit ich da später nicht mit dem Hammer draufschlage. Zusätzlich sind hier noch so kleine Metallpartikel drin, deshalb ist diese Knete magnetisch. Hier der Magnet, den tue ich jetzt beiseite. Dann haben wir noch Chamäleon. Diese Knete ändert die Farbe. Noch ist sie noch nur grün. Ich glaube, die wird dann ein bisschen weißlich oder so, wenn man sie dann erwärmt. Dann haben wir hier Milky Way. Diese Knete leuchtet im Dunkeln. Und zum Schluss, die ist schon weggerollt, haben wir hier Smaragdgrün und die ist marmoriert. Also man sieht auch, dass sich hier so
noch dunklere Striemen durchziehen. Also 5 verschiedene intelligente Knetsorten, wobei alle sozusagen von einem bestimmten Typ sind. Marmoriert, magnetisch, im Dunkeln leuchtend, Farbe verändernd und normal. So, wir werden jetzt probieren, diese Knetmassen hier einzeln mit dem Hammer zu bearbeiten. Wobei ich das nicht auf dem Tisch machen werde. Nachher schlage ich den noch durch, sondern ich mache das auf dem Boden. Den Hammer habe ich... Wo habe ich den Hammer denn? Den Hammer habe ich hier und wir können loslegen. Hier haben wir unsere erste intelligente Knetmasse namens Neon Flash. Die ist in so einem richtig kräftigen Orange und fluoresziert auch so ein bisschen. Hier ist das Werkzeug, um die Knete zu zerschlagen. In dem Werbefilm hat das auf jeden Fall funktioniert. Ich probiere das jetzt mal einfach. Ich hole aus. Und die Knete ließ sich nicht zerschlagen. Ich werde mal diese spitze Kante hier nehmen. Und auch hier hat das nicht geklappt. Ich denke mal, ich mache das pro Knete einfach mal mit 3 Versuchen. Und jetzt nehme ich wieder die flache Seite, hole aus. Und jetzt ist sie nur noch weggerollt. Also, mit der intelligenten Knetmasse Neon Flash hat es auf jeden Fall schon mal nicht funktioniert. Dann kommen wir zur intelligenten Knetmasse Ferromagnetisch. Die fühlt sich auf jeden Fall schon mal ein bisschen anders an als der Neon Flash, nämlich viel zäher. Ich lege den jetzt einfach hier so flach hin. Mein Hammer, mit dem hole ich aus. Und jetzt nehme ich nochmal die spitze Seite. Man kann nur sehen, dass ich hier so ein Loch reingeschlagen habe, aber zersplittert ist die Knete nicht. Ich nehme nochmal die flache Seite und hole aus. Und jetzt ist die Knete wieder weggesprungen, also bei Ferromagnetisch hat es auch nicht geklappt. Jetzt kommen wir zu Chamäleon. Die fühlt sich auch nochmal ein bisschen anders an, nämlich noch zäher als die ferromagnetische Knete. Also so gleich sind die alle nicht von der Konsistenz. Es geht wieder los mit dem Hammer. Ich hole aus. Und auch hier ist die Knete nur weggesprungen. Ich probiere es nochmal mit dieser Spitzenseite. Oh, und jetzt hat sich wirklich was getan. Einmal haben wir hier einen Riss. Der ist sogar richtig tief. Und es sind ein paar kleine Sachen abgesplittert. Also, hier hat es auf jeden Fall etwas funktioniert, aber in 1000 Teile, so wie ich mir das vorgestellt habe, wie jetzt zum Beispiel, wenn ein Glas oder so runterfällt, ist diese Knete nicht zersprungen. Wir haben noch einen dritten Schlag. Ich werde das jetzt nochmal, um das vergleichbar zu machen, mit der flachen Seite machen und versuchen, genau hier in dieses Loch reinzuschlagen. Und es ist wieder etwas abgesprungen, aber die Knete ist soweit ganz geblieben. Jetzt kommen wir zur Milky Way Knete. Die leuchtet im Dunkeln. Wir werden hier auch wieder 3 Schläge ansetzen. Einmal mit der flachen Seite zuerst. 1, 2. Und hier ist die Knete wieder quer durch den Raum geflogen. Jetzt nehme ich nochmal die spitze Seite. Damit hat es ja eben gerade auch schon funktioniert bei der Chamäleon-Knete, die Farbe ändern konnte. Es ist nur ganz, ganz wenig gerade abgesplittert. Und hier ist sozusagen wieder ein Loch. Ich schlage jetzt einfach nochmal mit der spitzen Seite da rein. Oder ich probiere es. Mal sehen, ob ich treffe. Okay, also dieses Stück hier ist abgeplatzt, aber so wie in dem Video von Intelligente Knete ist sie definitiv nicht auseinandergesplittert. Jetzt kommen wir zu unserer letzten Knete, nämlich dieser Smaragdgrün, die marmoriert ist. Auch die werde ich wieder hier platzieren und mit meinem Hammer ansetzen. Einmal die flache Seite. Und zuallererst springt die Knete erstmal durch die Gegend. Jetzt nehme ich nochmal die spitze Seite. Hier hat sich gar nichts getan. Und ich nehme nochmal die flache Seite.
Und auch hier springt die Knete nur durch die Gegend. Ich probiere es nochmal mit der Spitzenseite. Das ist jetzt schon das vierte Mal. Das habe ich bei den anderen Knetmassen nicht gemacht. Und hier tut sich wirklich gar nichts. Außer, dass die Knete wie ein Gummiball durch die Gegend hüpft. Hier haben wir jetzt nochmal unsere fünf Sorten. Neon Flash, Ferromagnetisch, Chameleon, Milky Way und Smaragdgrün. Bei diesen Knetmassen hat es in keinem Fall funktioniert, die mit dem Hammer in 1000 Stücke zu zerlegen. Manchmal sind ein paar kleine Brocken abgesplittert, aber dass diese Knete wirklich in 1000 Teile zerspringt, das hat definitiv nicht geklappt. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen, auch wenn das ein kleines Fail war. Also es hat definitiv nicht funktioniert, aber das war auch ein kleiner Versuch. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Tschüss! Heute erwartet euch wieder was Verrücktes. Ja, und Stichwort verrückt, die liebe Nina ist auch heute da. Hallo! Wir werden heute, oder Nina, eine kurze Frage. Du hast doch schon mal intelligente Knete mit einem Hammer versucht zu zerschlagen. Hat's geklappt? Mehr oder weniger. Nicht so sonderlich gut, aber ihr habt ganz viel in die Kommentare geschrieben, dass wir die vielleicht doch mal einfrieren sollen. Mhm. Und das haben wir jetzt gemacht und jetzt starten wir einfach einen neuen Versuch mit eingefrorener intelligente Knete, genau. Karen, Nina und einem Hammer. Und vielleicht auch noch einen größeren Hammer. Dafür gehen wir jetzt mal in unsere Werkstatt, in unsere neue Werkstatt und da versuchen wir das mal und lassen auch ein bisschen den Frust ja, raus, würde ich sagen. Ja. Oder? Es geht los. So, wir sind bereit und legen jetzt los. Wir haben auch noch einen ganz großen Hammer besorgt. Wir müssen jetzt erstmal die Knete wieder rauskriegen. Mhm. Und sorry wegen der schlechten Tonqualität, aber das ist manchmal so in der Werkstatt. Oh. Die ist ganz weich. Oh. Das war ein Pupser, den ich kurz abgelassen habe hier. So. Saphir, dann den Superölfleck. Aber die ist ja nicht so steinhart, ne? Also die ist schon ein bisschen härter, muss ich sagen. Aber ganz steinhart sind die nicht, nein. Trotz einem. Aber ich hatte schon mal intelligente Knete eingefroren in einem Experiment. Und auch da, die werden nicht ganz hart. Das geht nicht. Also ich glaube, da musst du die jahrelang drin haben. Dann starte mal, Nina. Ja, ich habe hier den feurigen Rubin, dieser hier. Wir gehen ein bisschen zurück vielleicht. Und da komme ich jetzt mal drauf, von wegen Babyschläge. Und? Es tut sich nicht. Ich hau schon gut drauf. Also. Das stimmt. Aber doch, es mach mal weiter. Für sich? Doch. Zerbricht auf jeden Fall, aber das ist wirklich zersplittert. Das ist ein bisschen schwierig. Tut sich nicht. Da! Da ist was abgebrochen. Da? Also ist nach. Schau nochmal drauf. Ja, nicht mein Finger. Das springt immer weg. Ich will nicht meine Hand dahin, dann mache ich mir nur ein paar auf den Finger. Da! Da hat es so super geklappt. Natürlich ist unsere intelligente Knete super dreckig jetzt. Aber das ist nicht so schlimm. Nächste? So, den Superölfleck, bitteschön. Das wird doch echt schwierig. Oh, hier, guck mal. Ich hab doch getroffen. Ja. Ja, aber das klappt doch. Oh, ich hab sie richtig zerlegt. Da ist der Frust des letzten Videos noch da. So, und jetzt? So sieht's aus. Bin ich mal dran. Und Nina, ich werde es direkt diesen großen Ding hier machen. Oh nein. Wir legen das mal vielleicht hier ein bisschen weiter weg. Es ist ein bisschen zu. Ich habe Angst. Oha. Wow. Oh. Also, das ist schon mal sehr gut. Okay, da ist nicht mehr viel von übrig geblieben. Nee, gar nichts eigentlich mehr. Das war gar nichts mehr. Da versuchen wir es mal mit. Die müssen wir natürlich noch waschen gleich. Versuchen wir es mal mit dem. Das ist auch ein kleiner oder weiter. Nee, nimm den großen. Wir wollen den großen. Ja. Ja. Oh. Das ist nochmal.
Okay, die ist wirklich zersplittert. Da sieht man diese ganz vielen kleinen Splitter und Körner, die davon noch übrig geblieben sind. Also das klappt auf jeden Fall. Ja, man muss brachiale Gewalt anwenden, einen riesigen Hammer haben, sehr viel Kraft und vielleicht wirklich die Knete noch ein bisschen kühl lagern, dann klappt das. Genau, ich glaube, so ganz normal werdet ihr das nicht hinbekommen, aber wir haben es jetzt so hinbekommen mit der Nina. Also da brauchen wir echt viel Kraft, muss man sagen. Also ganz normal zu Hause wird das nicht klappen. Und wir haben hier auch noch einen Betonboden und keinen normalen Tisch. Das hätten wir damit natürlich nicht machen können. Leute, auch wenn wir hier schlechte Tonqualitäten haben, wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Ein Hammerdaumen nach oben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal und vielleicht ein neuer toller Test. Danke Nina, dass du da warst. Danke Karl. Und damit haben wir intelligente Knete heute zerschlagen. Ciao. Tschüss. Intelligente Knete. Und zwar haben wir hier verschiedene Sorten. Und zwar einmal hier intelligente Knete Goldrausch. Die werden wir alle einzeln in den Mixer tun, um mal zu schauen, was hier mit der intelligenten Knete passieren wird. Ob die danach wieder in den Originalzustand gerät oder was damit überhaupt allgemein passiert. Dann gibt es einmal von Crazy Aaron's Thinking Party ist das. Crazy Aaron's Party World ist das hier Cooper Crush. Sieht aus ein bisschen wie Kupfer. Auch. Sehr, sehr glitzernd. Und dann haben wir hier einmal die magische Knete. Giant Scarabeus werden wir auch in den Mixer stecken. Und einmal hier die iClay Super Knete, die auch mega hart ist. Ja, jetzt geht's gerade so ein bisschen. Und die werden wir einzeln in den Mixer stecken. In diesen hier. Den haben wir schon für unsere Orbis-Experimente und auch Schleim-Experimente genutzt. Heute mal intelligente Knete und wir werden die hier natürlich auch mal alle mischen, Leute. Ich denke, wir können so langsam starten, denn ich habe zu viel gelabert wieder. Ja, dann starten wir auch direkt. Beginnen werden wir mit der intelligenten Knete Goldrausch. Und zwar vielleicht erstmal den Mixer hier öffnen, ja. Und natürlich nicht nachmachen, Leute. Das ist wieder ein verrücktes Experiment. Heute mit intelligenter Knete. Und dann nehmen wir natürlich nicht alles, sondern nur, ja, was heißt nur ein bisschen. Wenig ist das jetzt nicht hier. Das werden wir jetzt mal hier in den Mixer geben. Ich bin mal gespannt, was wirklich damit passieren wird. Damit irgendwas überhaupt passieren wird, Leute. Da bin ich mal echt gespannt. Ja, vielleicht gar nicht so da drum machen um das Messer hier, weil das könnte gar nichts bringen, sondern einfach hier so rein. So, da bin ich mal gespannt, was hier passieren wird jetzt. Und ihr merkt schon, ich bin hier die ganze Zeit am Rumfuchteln, aber ich versuche es jetzt einfach mal. Mixer drauf. Schau mal gerade, funktioniert der? Ja. Ja, der funktioniert, Leute. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob das intelligente Knete-Experiment funktionieren wird. Ich würde sagen, 3, 2, 1 und jetzt wird's mega laut. Go! Also langsam. Das sind nur so kleine Stückchen. So, wollen wir mal gucken, was jetzt hier passiert. Okay, es sind nur kleine Goldstückchen jetzt. Die können wir auf jeden Fall wieder zusammentun. Deswegen denke ich, das sieht ja echt cool aus. Schaut euch das mal an. So wie Cornflakes oder Goldzähne. Deswegen werden wir jetzt einen anderen Versuch starten hier mitten im Experiment. Und zwar werden wir jetzt diese hier direkt mal mischen, weil anscheinend passiert hier mit der intelligenten Knete nicht viel. Da werden wir dann nicht viel mehr im Experiment sehen. Deswegen packen wir jetzt hier alles rein, was geht. Mal gucken, was dann passiert. Wir haben noch ein bisschen iClay-Knete. Gucken, ob die sich irgendwie mischen werden oder nicht. Würde mich mal echt interessieren. Und ich glaube, euch auch. Auch wenn dieses Experiment kein Ergebnis hat. Auch das ist ein Ergebnis, Leute. Ja, auch das ist ein Ergebnis. Wir nehmen hier ein bisschen iClay-Knete. Kommt auch noch rein. So. Und dann haben wir nur noch die magische Knete. Die wollen wir natürlich auch mal testen. Oh, da ist echt eine Menge dran. Hier können wir vielleicht ein bisschen mehr nehmen. Bin ich mal gespannt,
die sich in irgendeiner Art und Weise vielleicht vermischen werden. Wenn hier mal ein bisschen was rauskommen würde. Ach nö, das kann doch jetzt nicht sein. Jetzt möchte diese Knete hier nicht. So, jetzt aber. Davon nehmen wir jetzt ein bisschen was. So. Wird schon anstrengend. So. Da haben wir diese intelligente Knete und die packen wir jetzt hier auch rein. Und so sieht das jetzt alles aus. Und dann starten wir mal dieses Experiment. Ich hoffe, hier können wir jetzt ein tolles Ergebnis erzielen. Mal schauen, was hier jetzt rauskommen wird. Wir starten 3, 2, 1. Wow. Wow. Der ganze Tisch wackelt schon. Wow. Das ist mir echt crazy. Ich glaube, das mache ich jetzt erstmal ein paar Minuten. Oder... Nicht nachmachen, Leute. Selbstverständlich nicht, denn dieser Mixer hier ist gerade nur für diese Experimente gedacht. Und wir schauen mal rein, was sich hier jetzt ergeben hat. Intelligente Knete nur in ganz kleinen Teilchen. Haben sich aber gar nicht gemischt oder so. Sind auch nicht... Ja, vielleicht müssen wir ein bisschen länger machen. Vielleicht werden sie dann auch flüssig irgendwann. Also die intelligente Knete, klar, kann man hier nicht nochmal nutzen. Deswegen mache ich jetzt... weiter. Okay, ich glaube, das reicht. Wir haben hier nur so kleine Stückchen jetzt. Schaut euch das mal an. Aber wir können jetzt auch bei grün ein bisschen sehen. Es hat ein bisschen abgefärbt. Das ist jetzt Grünrausch. Schaut euch das mal an. Hat sich so ein bisschen gemischt, aber auch nur ein kleines bisschen. Also die einzelnen Farben haben ein bisschen was an die anderen abgegeben. Vielleicht versuche ich es nochmal. Also es ist schon mal... So, okay, das sollte, glaube ich, reichen. Und wir schauen jetzt nochmal zum Abschluss rein. Schaut euch das an. Ganz kleine Stückchen. Intelligente Knete, Leute. Schaut euch das mal an. Haben sich aber auch nicht wirklich gemischt, aber so sieht's aus. Ist ein bisschen nass geworden. Aber so sieht's schlussendlich aus. Heute mal intelligente Knete-Experiment. Wir haben jetzt auch mal die intelligente Knete in den Mixer geschmissen, um zu sehen, was passiert. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Experiment und natürlich nicht nachmachen, Leute. Das machen wir hier bei uns, um euch dieses Experiment hier ein bisschen zu zeigen. Ich weiß, es ist nicht das Experiment, wie man es in der Schule kennt, aber ein verrücktes Experiment mit intelligenter Knete. Das war's, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao! Ihr seht schon, ich habe hier ein Glas mit Wasser und ich habe hier Wolkenschleim, Noise Putty, intelligente Knete und Galaxy Lab Schleim. Und ich will mal schauen, was kann schwimmen oder wie verhält sich das im Wasser? So, als erstes hier der Wolkenschleim. Das habt ihr, glaube ich, schon in einem meiner anderen Videos gesehen. Wer das noch nicht gesehen hat, da stelle ich den Wolkenschleim vor und da habe ich das schon mal ausprobiert. Wolkenschleim kann nämlich schwimmen. Das schwimmt direkt oben einfach auf der Wasseroberfläche und wenn man das runterdrückt, kommt es direkt wieder nach oben. Weiter geht's mit Noise Putty. Das ist wirklich ein riesengroßer Glibberklumpen. Ich werde davon erstmal ein Stückchen abreißen und nur ein Stückchen davon ins Wasser geben. Geht unter, aber schwimmt so ein bisschen knapp über dem Boden.
bleibt in der gleichen Form. Und im Wasser fühlt es sich irgendwie noch glibberiger an als sonst. Eieiei, ich kann es kaum greifen. Wenn ich die beiden so halte, das glitscht mir hier so weg. Wer mal seinen Noise-Putti besonders glibberig haben will, dem kann ich empfehlen, das einfach einmal ins Wasser reinzulegen. Ich hatte noch nie so glibberigen Schleim in der Hand, glaube ich. So, zurück in den Eimer. Und weiter geht's mit dem Galaxy Lab Schleim. Den gebe ich mal einfach hier so rein. Na, klebt wieder ein bisschen hier drin fest. Es sieht direkt so aus, als wäre das dicker geworden. Aber ich finde, das verhält sich so ähnlich wie Noise Putty. Es bleibt in der gleichen Form und geht nicht direkt bis zum Boden, sondern schwimmt schon so ein bisschen, treibt so ein bisschen, aber nicht oben, sondern unten. Und auch das fühlt sich im Wasser einfach noch mal glibberiger an als sonst. So, oh. Hilfe! Schnell zurück! Ui, das war aber wirklich glitschig. Als nächstes habe ich hier die intelligente Knete. Das ist die Sorte Pazifik. Und das ist keine intelligente Knete, die die Farbe im Wasser verändert. Die haben wir schon ein paar Mal im Wasser getestet. Aber diese hier, das ist eine ganz normale intelligente Knete. Das Einzige, was die kann, ist glitzern und natürlich die typischen Eigenschaften. Man kann sie auseinanderziehen und man kann die auseinanderreißen. Und die werde ich jetzt einfach mal so ein bisschen locker auseinanderziehen. Und dann wieder so leicht zusammen machen und die gebe ich hier ins Wasser. Oh, und dann kann die oben schwimmen. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Die schwimmt oben. Jetzt mit der gleichen mache ich jetzt mal eine Kugel. Und gebe die wieder ins Wasser. Und ja, die schwimmt auch ein bisschen oben. Aber ist ein bisschen tiefer im Wasser drin. Also, die intelligente Knete und der Wolkenschleim schwimmen oben. Und die beiden anderen, Noise Putty und Galaxy Lab Schleim, die gehen unter, gehen aber nicht ganz bis zum Boden. Und ihr seht schon, im Hintergrund ist schon alles nass gespritzt. Und als kleines besonderes Extra will ich jetzt nochmal diesen Barrel of Slime ausprobieren. Das ist dieser ganz besonders flüssige schwarze Schleim. Und den schütte ich hier einfach jetzt mal rein. Na, will er nicht? Oh, doch. Oh, und der sinkt ganz bis zum Boden. Und ist auch weiterhin so flüssig. Also der hat sich da unten so ausgebreitet. Ich versuche ihn mal wieder rauszuholen. Und das geht auch. Oh, ist zwar sehr glitschig, aber ich hab ihn. Ich finde, das war ein interessanter Test. Ich hoffe wirklich, dass es euch gefallen hat. Schaut auch unsere anderen Videos und sonst abonniert unseren Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Die ganzen intelligenten Kneten aus dem rausgepackt, die wir so haben, jetzt aber auch nur von diesem Hersteller. Davon alleine haben wir jetzt 19 Stück. Zum Beispiel der Goldrausch, Chamäleon, Gletschereis, was haben wir noch? Wir haben Krypton, wir haben den Sonnenschein, Ektoplasma sehe ich oder auch den Erdbeershake. Die sammeln wir natürlich, die werfen wir niemals weg. Wir werfen Spielzeug niemals weg, Leute. Damit euch das klar ist, könnt ihr bei uns auch auf dem Instagram-Account sehen. Spielt mir Kinderspielzeug oder auch bei mir kan-xy. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum xy? Genau deswegen. Und heute, da möchten wir all unsere Knetsorten oder intelligenten Knetsorten mischen im Mixer.
werden wir heute natürlich machen. Ultimative Knete werden wir heute machen. Wir nehmen immer ein bisschen von jeder Sorte und werden die ultimative intelligente Knete machen heute, Leute. Und wir können eigentlich auch schon direkt anfangen. Und zwar packen wir jetzt immer ein bisschen davon hier rein. Hier zum Beispiel Krypton. Und ihr müsst das natürlich jetzt nicht in diesem Tempo verfolgen wie ich. Wenn ich auch mal dieses Ding hier aufbekommen würde, das wird echt zum Problem noch. Na! Wir haben hier einmal Krypton, aber Krypton sah doch ein bisschen anders, glaube ich, aus. Naja, gut. Vielleicht ist das auch schon gemischt worden. Nehmen wir trotzdem was. Das leuchtet im Dunkeln. Wir nehmen hiervon ein bisschen. Ganz, ganz bisschen. Krypton packen wir hier in den Mixer. Und jetzt geht's weiter. Sieben intelligente Knetmassen sind jetzt hier schon drin. Wir fangen schon mal an zu mischen und dann kommen die anderen immer stückchenweise dazu. Dann starten wir mal hiermit und auf geht's. Und ganz wichtig, nicht nachmachen. Auf geht's. Mega laut heute. So. Die müssen wir gleich noch mit der Hand vermischen. Okay, das sieht doch schon mal ganz fein aus. Schaut euch das mal an. Da haben wir schon die erste intelligente Knete. So. Jetzt geht's natürlich weiter. Wir sind noch nicht fertig. Vom Goldrausch ist noch ganz, ganz wenig geblieben. Aber den haben wir so oft verwendet, Leute. Dann hier noch was vom Chamäleon. Den habe ich lange nicht mehr gesehen. Die haben wir natürlich alle auch einzeln vorgestellt. So, ein bisschen davon, vielleicht ein bisschen mehr. Bei dem komme ich so schwer raus, Leute. So, das vom Chamäleon. Dann haben wir Ektoplasma. Der leuchtet im Dunkeln, sieht aber aus, obwohl doch relativ cool, muss ich sagen. Kommt auch rein. Das Zwielicht. Auch eine sehr, sehr schöne Farbe. Ändert die Farbe wahrscheinlich bei Hitze. So, auch ein bisschen rein. Das könnte schon vielleicht ein bisschen zu viel werden. So, die ultimative intelligente Knete. Dann haben wir hier noch Milky Way. Mega weiß, aber auch schon ein bisschen dreckig. Von was denn wohl? Naja. So, dann hätten wir Milky Way auch und es geht wieder ans Mixen. Upp. Dafür ist der Mixer eigentlich nicht gedacht. Sieht's aus. Ja, ganz fein. Dann geht es jetzt weiter mit dem Erdbeershake. Den haben wir auch schon ganz lange. Verändert auch die Farbe. Neonflash. Warum ist denn also so schwer zu öffnen heute? Mit einer echt crazy Farbe. Das bringt ein bisschen Farbe ins Spiel. So, dann haben wir wieder den Schneesturm, haben wir letztens auch schon gemischt. So, ihr seht hier nochmal eine Compilation von allen intelligenten Kneten von diesem Hersteller, die wir hier hatten. Ein paar sind auch schon aufgebraucht oder haben wir verschenkt.
bei, ja, was heißt verschenkt? Bei Gewinnspielen hatten wir die ja, glaube ich, auch mal dabei. So. Blaues Phantom. Ja, eine Prise blaues Phantom könnte auch rein. So, jetzt fehlen nur noch zwei, und zwar einmal ferromagnetisch und Saphir. Oh, Saphir ganz schön blau. Mein Pullover. So, alles klar. Wir sind kurz davor, die ultimative Knete zu kreieren, Leute. Jetzt fehlt nur noch die ferromagnetische. Die kommt jetzt auch noch rein. Oh. So, alles klar. Die gesamten intelligenten Knetmassen haben wir jetzt hier drin. Und der Mixer kommt kaum noch mit. Schaut euch das an, wie viel hier einfach mal jetzt drin ist. Ich glaube, das sollte reichen. Wir haben alle intelligente Knetmassen, die wir hier bei uns haben, haben wir vermischt. Wir können die auch gerne mal wieder hier drauf packen. Den ganzen Tisch voll, Leute. Schaut euch das mal an, wie viele wir davon noch haben. Die haben wir alle gesammelt. Wie gesagt, könnt ihr bei Instagram verfolgen. Ein bisschen versteckte Werbung für uns selber. So, ich hatte ja noch... noch nicht mal alle auf dem Tisch. Schaut euch das mal an, Leute. So sieht es jetzt aus. Jetzt Ärmel hochkrempeln. Geht es ans Mischen. Nehmen wir hier das Messer raus, ganz vorsichtig. So, wir haben echt eine Menge intelligente Knete hier geschaffen. Schaut euch das mal an, Leute. Crazy. Einfach nur crazy. Und die werden jetzt mal schön gemixt. Ein Kunstwerk an intelligente Knete. Schaut euch das mal an. Das nenne ich die ultimative Knete, Leute. Schaut euch das mal an. Unfassbar, sage ich dazu. Im Mixer hier gemacht. Können wir auch wieder rein. Schaut euch das mal an. Unfassbar, oder? Die ultimative intelligente Knete, sage ich dazu nur. Wir mixen mal froh weiter. Dazu auch noch die andere restliche Knete. So. Wow. Hammerhart. Und das ist natürlich mega viel. Schaut euch das mal an. Das haben wir hier im Mixer gemacht, Leute. Ultimative, intelligente Knete mit allen Eigenschaften, die man so haben kann. Ob das jetzt noch so funktioniert, weiß ich nicht. Aber schaut euch mal diesen Farbverlauf hier an. Ein Kunstwerk mit intelligente Knete. Das haben wir hier, Leute, ganz locker im Mixer gemacht. Schaut euch das mal an. Unfassbar, aber sehr, sehr cool. Die können wir jetzt noch mischen, wie wir wollen. Wow, einfach nur heftig. Mir gefällt sie wirklich sehr. Was sagt ihr, Leute? Die ultimative intelligente Knete heute für euch. Gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gar nicht gefällt. Daumen nach unten. Aber trotzdem Abo dalassen, Leute. Instagram nicht vergessen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao! Ein Eisexperiment. Und zwar nicht mit Eis, sondern wir frieren was ein. Und zwar intelligente Knete. Diesmal intelligente Knete, Schneesturm und die ferromagnetische. Weil danach möchten wir testen, ob die denn wirklich auch noch ferromagnetisch ist. Wenn die so eingefroren ist, bin ich mal echt gespannt. Falls ihr diese Kneten noch nicht kennt, die intelligente Knete, die hat super coole Eigenschaften. Und natürlich auch die magnetische hier mit diesem fetten Magnetblock hier. Cool, schaut euch das an, ist natürlich magnetisch. Und wir werden diese intelligente Knete gleich einfrieren. Boah, die ist echt stark, schaut euch das mal an. Boah. Und dann gibt es hier den Schneesturm, passend zum Eisexperiment. Mal zu gucken, ob wir dann eiskalte, intelligente Knete haben und was damit überhaupt passiert und danach, ob sie wieder in den normalen Zustand kommt. Ich denke, danach kommt sie in den normalen Zustand. Aber ich bin mal gespannt, was mit dieser intelligenten Knete passiert, wenn sie eiskalt ist. Und der Schneesturm eignet sich natürlich perfekt dafür. Ich werde
diese intelligente Knete einen ganzen Tag, also 24 Stunden in die Gefriertruhe packen und mal schauen, was danach passiert. Ihr müsst natürlich nicht so lange warten. Ich muss das natürlich beobachten. Wir sehen uns morgen wieder, aber gar nicht morgen bei euch, sondern morgen bei uns. Deswegen dauert es bei euch nur 3, 2, 1 und ihr seid wieder dabei. Und wir schauen uns jetzt intelligente Knete an. Einmal der Schneesturm und die ferromagnetische Knete in Blau. Okay, die sehen schon mal echt spannend aus. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die auch ziemlich hart sind. Oh, nee. Es geht eigentlich. Klar, sind ein bisschen härter, aber wir schauen uns das einfach mal an. Okay, sie sind definitiv hart, aber nach 24 Stunden, wir haben 24 Stunden gewartet, kann man die auf jeden Fall noch ein bisschen formen. Die ferromagnetische Knete, die ist sowieso ein bisschen schwieriger zu formen, aber natürlich nicht so. Also ein bisschen schwieriger ist sie schon, aber ich glaube nach einer gewissen Zeit, ja, einfrieren geht das eigentlich. Also es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Sonst normalerweise, wir hatten auch schon Schleim eingefroren, aber da waren die echt mega hart und da konnten wir nichts machen für Stunden. Und jetzt bei dem geht das aber auf jeden Fall. Okay, jetzt bin ich mal auf den Schneesturm gespannt. Und wow, der ist ja, der ist echt weich. Also fast so weich. Yo, 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 der ist einfach nur eiskalt, aber hier ist nichts passiert. Ob das was mit den Molekülen zu tun hat in der intelligenten Knete, weiß ich gar nicht. Bin nicht so der Chemieexperte. Aber ihr könnt sehen, oh, das war das Glas. Wir können fast das machen, was wir sonst auch. Klar, das war eigentlich ein bisschen weicher und ein bisschen stretchbarer. Neues Wort. Aber das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also die ist nicht so hart geworden, beide nicht. Hätte ich nicht gedacht, Leute, und ihr. Ich dachte, die wäre steinhart. Nach 24 Stunden brauchen wir uns das nicht nochmal angucken, denn da weiß ich ganz genau, das wird einfach in den alten Zustand wieder kommen. Okay, Leute, wenn es euch gefällt, Daumen nach oben. Wenn es euch gar nicht gefällt, Daumen nach unten. Aber trotzdem vielleicht ein Abo dalassen. Leute, ciao! Und zwar wollen wir heute gucken mal, was nicht so ganz typisch ist für intelligente Knete. Welche Knetmasse einen Magneten als erstes verschlingen kann, auffressen kann? Das haben wir das letzte Mal bei dieser intelligenten Knete hier gesehen. Ich habe es auch schon ein paar Mal irgendwo, ich glaube bei Facebook oder Instagram gesehen. Das wird hier förmlich eingesogen von der intelligenten Knete. Und wir haben das bei den anderen noch gar nicht getestet. So, und heute möchten wir mal gucken, ja, welche Knete denn als schnellstes ihren Magnetblock fressen kann. Vielleicht nehmen wir hier immer diesen kleinen. Dann ist das auch fair. Und ihr werdet das vielleicht im Zeitraffer sehen, aber ich werde das ja hier ungefähr sehen und wir werden die schnellste mal küren. Und wir fangen mal vielleicht mit dieser Knete von Crazy Aaron an. Das ist der Strange Attractor. So, ihr könnt mal ein bisschen an die Seite. So, der hat hier so einen Mega-Block. Ja? Vielleicht versuchen wir es mal mit einem etwas stärkeren. Meistens sind diese ganz großen Blocks nicht so stark, aber so kleine schon eher so. Machen wir mal, versuchen die mal irgendwie gleich, ja, so doppelt irgendwie, ne? So, und dann gehen wir mal rein. Und dann wollen wir mal gucken, welche Knete denn hier als erstes eingezogen wird. Na, bei Crazy Aaron dauert es doch ein bisschen länger. Wobei, wartet mal, Leute. Ich glaube, das ist ein bisschen zu... Machen wir es mal so, damit das auch komplett hier eingezogen werden kann. Und dann stopfe ich das mal ein bisschen rein. Und dann warten wir ein bisschen. Okay, Leute, das waren jetzt etwa anderthalb Minuten und das ist jetzt schon fast komplett aufgegessen von der intelligenten Knete von Crazy Aaron. Also anderthalb Minuten für Crazy Aaron. Und dann kommt als nächstes jetzt die iClay Super Knete. Komplett, das dauert, glaube ich, schon echt lange. Oder bei dem anderen hat das echt lange gedauert. So, versuchen wir mal unser Glück jetzt mit der iClay Knete. Aber als erstes müssen wir das auch mal wieder rausbekommen. So. Kneten wir vielleicht mal ein bisschen weich. Ja, ein kleines bisschen. Merkt schon, die sind schon echt hart. So. Dann versuchen wir mal jetzt hier unser Glück. Boah, das geht ja schon viel, viel schneller hier.
Nach einer Minute bei mir sieht es jetzt etwa so aus. Das ging am Anfang relativ schwer. Ich glaube, wenn das hier dann drüber ist, bis es dann hier komplett drüber ist, das dauert dann auch ein bisschen. Also das waren jetzt eine Minute bisher. Sieht schon relativ ähnlich wie bei Crazy Aaron aus. Ich würde hier sagen, auch etwa 1,40. Schreib mir das hier alles auf. Und dann gucken wir mal am Ende, wer am schnellsten so war. Aber iClay war auch sehr, sehr gut dabei. Bei nee, Crazy Aaron hat 1,30, habe ich mir aufgeschrieben. Dann ist das auch bei 1,30 mindestens. Dann versuchen wir mal unser Glück mit der ferromagnetischen. Hier ist irgendwo der Magnet. So, da klebt die intelligente Knete. Da ist auch der Magnet drin. Wir haben aber gesagt, wir benutzen den gleichen. Der ist jetzt ein bisschen größer. Deswegen nutzen wir jetzt die schöne blaue Knete. So, versuchen wir mal jetzt unser Glück hier. Also, wir sehen auch hier anfangs schnell, wenn das hier fast schon komplett drin ist, bis das hier geschlossen wird, das dauert dann schon ein bisschen. Aber wirklich echt cool zu sehen, oder Leute? Das würde ich jetzt auch bei 1,30 etwa sehen. Oder vielleicht 1,20, das ging jetzt hier ein bisschen schneller. Das würde insgesamt, glaube ich, ein bisschen schneller gehen. Okay, da haben wir diese ferromagnetische Knete. So, die packen wir mal schnell wieder rein. Auch mit dem... Dann nehmen wir jetzt mal Marks Thinking Party, die wir letztens schon hatten. So auch hier, so vielleicht, ne? Dann probieren wir mal damit. Leute, ich glaube, das ging hier jetzt noch am schnellsten. Der ist schon fast komplett verschwunden. Und werden sogar wahrscheinlich noch sehen, wie der komplett verschwindet. Das hat jetzt eine Minute etwa gedauert. Also, Marc ist hier Spitzenreiter. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber die intelligente Knete ist auch sehr, sehr weich im Vergleich zu den anderen. Die sind sonst alle sehr hart. So, und dann bleibt uns jetzt noch ein Vergleich. Wir werden von einem Hersteller nur eine Knete nehmen. Wir hätten jetzt noch eine andere ferromagnetische oder auch vom Markt noch andere. Das können wir vielleicht in einem zweiten Teil machen. Dann haben wir hier, die ist schon wieder ein bisschen härter, aber auch fettiger. Warum ist die denn so fettig? Ist hier ein Magnet drin? Boah, nee. Die ist aber echt mega fettig. Probieren wir mal hier unser Glück. Ich glaube, hier dauert das schon echt lange oder fast. Also, das wird echt lange dauern und meine Hände sind echt fettig jetzt. Also, Magnestic dauert echt lange. Ich würde sagen, unser Gewinner steht fest, Leute. Ja, auf jeden Fall. Das dauert. Bei den anderen ist es schon jetzt zur Hälfte drin gewesen, deswegen brauchen wir da gar nicht zu warten. So, unser Sieger ist heute nicht die iClay-Knete. Auch nicht hier die ferromagnetische, auch nicht Crazy Aaron Thinking Party. Die liegen natürlich alle sehr, sehr nah beieinander, aber der Gewinner ist heute Marc, der verrückte Professor Marc. Das ging echt schnell, muss ich sagen. Das ging wirklich sehr, sehr flott. Das ist echt phänomenal, aber die Knete ist auch sehr weich und für magnetische, intelligente Knete ist das relativ untypisch. Leute, wenn es euch gefallen hat, wisst ihr Bescheid, gerne Daumen hoch. Wenn es euch gar nicht gefallen hat, Leute, gar kein Problem, lasst doch ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao! 7 intelligente Knetsorten, die möchte ich euch heute natürlich nicht vorstellen, denn die haben wir schon vorgestellt. Es gibt was viel cooleres heute und zwar, es gibt mal wieder ein Mixer-Experiment. Juhu! Und was wir heute vorhaben, das ist ganz besonders. Wir hatten im letzten intelligente Knete-Experiment Folgendes festgestellt. Wenn wir das hier alles zerschneiden im Mixer, dann entstehen ja so ganz kleine Stückchen. Und wir wollen heute diese Farben, ich habe diese Farben extra ausgewählt, damit wir diese hier mischen können. Und dann machen wir eine neue intelligente Knete, die vielleicht ferromagnetisch ist, die vielleicht die Farbe verändern kann, wie zum Beispiel beim Erdbeershake und beim Sonnenschein, und die vielleicht auch noch so eine Flipflop-Farbe ist.
Mal schauen, was sich da so ergeben wird. Ich bin echt gespannt. Oder vielleicht wird es auch der komplette Fail. Aber dieses Experiment lohnt sich auf jeden Fall. Wir haben hier unseren Mixer vorbereitet. Wir gehen mal ein bisschen nach unten. Ich bin echt gespannt. Und als erstes, da nehmen wir die ferromagnetische Knete. Und wenn ihr sehen möchtet, welche Eigenschaften diese intelligente Knete hat, dann schaut euch die einzelnen Videos davon an. Natürlich werden wir jetzt nicht alles nehmen. Hier ist auch der mega heftige Magnetblock, den dürfen wir da auch nicht reintun. Wir nehmen jetzt hiervon ein bisschen was. So, einmal blau, ferromagnetisch, kommt rein. Gut. Das war Nummer 1. Danach vielleicht der Superölfleck, der so coole Lichteffekte hat. Davon auch ein bisschen. So, echt cool. Das kommt auch mal hier rein. So, ich hoffe, unser Mixer geht dadurch nicht kaputt. Vielleicht müssen wir auch vorher erstmal 2-3 Farben und danach, also 2-3 intelligente Knetfarben oder Knetsorten und danach. So, danach ein bisschen Goldrausch. Und von Goldrausch haben wir gar nicht mehr so viel, denn wir haben letztens schon intelligente Knete-Experiment gemacht. Schaut euch das auf jeden Fall auch an. Der Goldrausch, eine super coole Farbe. Kommt auch hier rein. So, dann haben wir bisher 3. Danach nehme ich mal den Erdbeershake, der seine Farbe bei Hitze verändern kann. Also mit warmem Wasser, das werden wir später dann vielleicht auch noch testen heute. Davon nehmen wir auch ein bisschen, aber nicht so viel. So vielleicht. Kommt auch was rein. So, dann hätten wir die ersten 4 Farben. Sollen wir es mal erstmal hiermit versuchen? Ich glaube, ich versuche mal direkt alles. Danach der Sonnenschein, der auch seine Farbe verändert. So, ist ein bisschen härter. Deswegen davon vielleicht auch ein bisschen weniger. So, bin gespannt, ob das Ding hier überhaupt noch angeht gleich. So, okay. Dann haben wir noch diese ferromagnetische Knete. In Grau. Boah, krieg ich ja gar nicht hier auf, Mensch! Oh. Jetzt aber. Warum? Weil der Block hier oben war. Sieht ein bisschen aus wie Dreck. Oder auch Öl. Auch ein bisschen davon. Und hier eine intelligente Knetesuppe und die Neon-Flash-Farbe. Schaut euch das an. Super cool. Die ist wieder ein bisschen weicher. Davon nehmen wir auch ein bisschen. So. Okay. Da bin ich mal gespannt, was heute hier passieren wird. Also ich weiß gar nicht, ob das so jetzt funktionieren wird. Ich bin mal gespannt. Boah, nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, Leute. Nicht, dass ich den Mixer kaputt mache heute. Aber es wäre mal langsam soweit. So sieht's jetzt aus. Und boah. Ich bin echt gespannt, ob das klappen wird. Sonst müssen wir gleich ein bisschen was rausnehmen und dann Stückchen für Stückchen da was reintun. Deswegen fangen wir vielleicht jetzt mal an. 3, 2, 1, es geht los. Ich hoffe, das Ding geht nicht kaputt. Ich hoffe nicht. Wow, schaffe ich das an? Schauen uns das mal. Wie cool das aussieht. Ich weiß, ein bisschen verschwenderisch, aber wir wollen ja was testen und es ist ein Experiment, was wir gerne. Das sieht ja super eklig aus. Wir machen das jetzt noch ein bisschen weiter, Leute, um da kleinstmögliche Stückchen zu bekommen. Ich halte es mal wieder in der Hand. Ja, ist ein bisschen langsamer. So sieht's aus, Leute. Und ich glaube, kleiner bekommen wir die gleich gar nicht. Jetzt wollen wir die mal mischen und mal gucken, was für Eigenschaften diese intelligente Knete hier hat. Natürlich eine riesen intelligente Knete. Schaut euch das mal an.
Da bin ich mal gespannt. Die haben wir jetzt mal so zerschnitten. Und dann mischen wir das und kriegen vielleicht eine neue Farbe. Also es sieht schon mal sehr, sehr cool aus. Aber wirklich gemischt ist die jetzt noch nicht. Aber also ich muss sagen, es ist eine echt coole Farbe. Also das hätte ich jetzt nicht erwartet. Das ist die Spiel mit mir intelligente Knete, so nennen wir die mal. Oh, sieht aus wie so Galaxy intelligente Knete, oder? Also so eine coole Farbe habe ich jetzt nicht erwartet. Ich finde sie super cool. Und ihr Leute? Wow, einfach nur wow. Wir wollen mal gucken, ob sie denn noch auch teilweise magnetisch ist. Weil da sind ja auch, da ist ja auch magnetische Knete drin. Mal gucken, ob es klappt. Ah, Magnetblock ist echt stark. Ja. Fast überall, denn überall ist ein bisschen was von der blauen Knete dabei und auch von der grauen, die ferromagnetisch ist. Sehr, sehr cool. Also, das sieht jetzt mal extrem cool aus, muss ich sagen, Leute. Dann hier so im Mixer. Wirklich echt cool. Oder was sagt ihr? Und wir wollten ja jetzt noch testen, ob diese Knete hier vielleicht auch ihre Farbe verändert, weil wir haben ja den Sonnenschein und den Erdbeershake hier drin. Vielleicht verändert die auch ein bisschen ihre Farbe, diese intelligente Knete. Und ich muss sagen, mir gefällt sie wirklich sehr. Also das ist die super intelligente Knete schon fast. Mit den verschiedensten Bestandteilen. Galaxy intelligente Knete, so würde ich sie jetzt mal nennen, ne? Durch diesen Goldrausch hier. Und oh, wie die Galaxie sieht das aus. Super cool. Und ich hole mal jetzt kaltes und warmes Wasser und dann testen wir das mal. So, jetzt haben wir einmal ganz kaltes und ganz heißes Wasser. Und wir möchten jetzt mal testen, ob sich da irgendwas verändert. Mal gucken. Ja, wartet. So, das erst ins kalte Wasser. So, da ändert sich jetzt nicht viel. Gucken, ob sich jetzt irgendwas ändert. Ja, geht. Nee, aber die rote Farbe ist auch relativ weg. Also die blau-graue Farbe hat hier Überhand gewonnen. Deswegen ändert sich das hier wahrscheinlich nicht. Aber sie ist noch ferromagnetisch. Und das ist natürlich super toll. Das freut uns. Ein Experiment, das uns heute gelungen ist. Wir haben hier super intelligente Knete jetzt gemacht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Oder beim übernächsten Mal. Nein, beim nächsten Mal. Ciao. Das sind auf jeden Fall 10 Sorten, wo ich gedacht habe, die passen irgendwie zum Winter. Und ich hatte euch gefragt, ob ihr sehen möchtet, wie ich vielleicht von allen so ein bisschen was zusammenmische. Und daraus kommt dann am Ende die perfekte Wintersorte. Also hoffentlich. Das werde ich auf jeden Fall heute machen. Ich bin schon so gespannt, wie das hinterher aussehen wird. So blau, silber, rot, ein bisschen grün. Ich glaube, es wird irgendwie so ein bisschen lila vielleicht insgesamt. Also ich bin gespannt. Schieb die mal alle ein bisschen an die Seite und ich werde von jeder intelligenten Knete so ein kleines Stückchen abmachen und in die Mitte legen und meine eigene neue winterintelligente Knete daraus mischen. Hiervon noch ein bisschen, hiervon noch ein bisschen, hiervon ein bisschen. Überall zwicke ich mir ein Stückchen ab. Ui, die ist ein bisschen härter, das ist richtig rausgebrochen. Und die anderen waren eher weich. Und hier, die ist auch etwas härter. So, das sind jetzt also unsere 10 Stückchen intelligente Knete und die sollen jetzt alle zusammengemischt werden. Bisher sieht man blau, silber. So, ich habe schon ein bisschen weiter gemischt und immer noch ist das Ganze so gestreift. Also ich glaube, es ist alles noch nicht so ganz gut vermischt. Aber ich finde, es sieht gar nicht lila aus, sondern die blauen Farbtöne sind anscheinend so stark, dass sie sich einfach durchgesetzt haben. Langsam kann man nämlich schon so erahnen, wie die wohl hinterher aussehen wird. Die richtig winterliche Winterknete. So, ich glaube, jetzt ist alles gut vermischt. Ich knete die noch mal ein bisschen zusammen. Die ist auf jeden Fall schön weich. Dadurch, dass da jetzt etwas härtere und etwas weichere intelligente Knete zusammenkam, ist die jetzt insgesamt schön weich. Und die ist jetzt leuchtend blau. Etwas gräulicher als diese hier. So, ich kann ja mal mit jeder vergleichen. Nee, so sieht die nicht aus. Hat ihren ganz eigenen Blauton bekommen. Und wenn man genau hinsieht, sehe ich jetzt hier rote Schimmerpartikel. Ich sehe Silber, Grün,
Rot, Silber, Grün. Ja, Rot hiervon, Grün hier und Silber von Schneesturm und Platin. Also ein paar platinfarbene Glitzerpartikel sind auch mit drin. Und insgesamt schimmert die richtig schön. Also wenn man die so hin und her kippt, schimmert die. Ja, ich finde, die ist richtig schön geworden. Ein bisschen anders, als ich erwartet hatte. Ich dachte dadurch, dass halt zweimal Rot mit drin ist, dass sie vielleicht noch ein bisschen, mehr ins Lila oder so geht. Aber es ist ein ganz toller, leuchtender Blauton geworden. Und sonst schaut natürlich unsere anderen Videos. Abonniert unseren Kanal, falls ihr ihn noch nicht abonniert habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Verrücktes, ja, Knetexperiment. Wir werden mal wieder Knete mischen und versuchen, verrückte Knete herzustellen. Wir werden heute mal diese Ektoplasm-Knete, davon haben wir auch nicht mehr so viel. Ihr wisst warum. Schaut einfach die anderen Videos noch. Diese hier mit der grünen Mad Matter-Knete mischen. Und beide sind ja grün und wir wollen gucken, ob diese Knete dann, davon werden wir auch ein bisschen mehr nehmen, ob die eventuell dann auch leuchten wird im Dunkeln. Wie diese Knete hier im Dunkeln leuchtet, könnt ihr natürlich entweder bei diesem Video hier sehen, wo wir das vorgestellt haben. Oder ich mache mal, auch wenn es nicht ganz dunkel ist, die Lichter hier aus. Und dann könnt ihr es vielleicht schon ein bisschen sehen. Na? Ihr seht es schon, wie das Ding hier am Leuchten ist. Das ist echt phänomenal. So, mal kurz die Lichter wieder an. Rupp, rupp. So, und das möchten wir ja jetzt mal mixen. Also die Ektoplasm von Crazy Aaron natürlich, Leute. So, nehmen wir ungefähr so viel. Dann kommt die Mad Matter. Wirklich die verrückteste Knete, die ich jemals gesehen habe. Wirklich die verrückteste Knete der Welt. Oder auch die, ja, intelligenteste. So, und davon werden wir jetzt auch ein bisschen nehmen. Das werden wir dann mischen. Das könnte Kinetic Sand sein, könnte Knete sein, normale Knete, könnte intelligente Knete sein. Also ist eine Mischung davon. Schleim ist es auf jeden Fall nicht. Also das sehen wir auch. Es ähnelt mehr so kinetischem Sand. Es ist ab 3 Jahren geeignet. Ich glaube, intelligente Knete ist erst ab 5 Jahren. Aber darum geht es heute nicht. Wir wollen das jetzt mal hier mischen, Leute. Schaut euch das an. Echt cool, oder? Wie das schon aussieht. Sieht schon echt komisch aus. So. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Doch, eigentlich schon. Oh, wow! Schaut euch das mal an. Wir wollten die jetzt ein bisschen mehr vermischen. Oh, ja. Dadurch wird die Knete Mad Metal, geht halt mehr dann Richtung intelligente Knete noch mehr. Die wird halt so ein bisschen glänzender. Und sie wird auch, ja, irgendwie klebriger nicht, aber ihr seht schon, die zerreißt jetzt natürlich ganz anders. Die zerfließt nicht mehr so wie eben, sondern vielmehr jetzt wie intelligente Knete, aber ja, wollen trotzdem mal schauen, wie es aussieht, ne? Ob hier irgendwas im Dunkeln leuchtet. Ist ja mal wieder ein Experiment hier. Also ich glaube, das sollte reichen. Also, machen wir wieder die Lichter aus. Also wir hatten eben Ektoplasm gezeigt, ne? Leuchtet schon mal echt cool. Jetzt versuchen wir das mal hier mit. So, wie sieht es denn hier aus? Hm? Nee, ich glaube nicht. Wir wollten neue Mad Matter Ektoplasm Knete machen, aber ich glaube, ja, wobei, kleines bisschen, glaube ich. Ja, ganz, ganz bisschen. So Leuchtsterne sind hier drin, habe ich das Gefühl, oder? Was, wenn wir das denn mal so machen? Ne, hier nicht. Wie sieht es hier aus? Ne, auch nicht. Also, es kommt wahrscheinlich auf die Stelle an, wo wir das dann. Das irgendwie schon ein bisschen. Ja, halb würde ich sagen, halb. Aber die Knete fühlt sich jetzt ganz anders an, Leute. Wirklich komplett anders.
Die Knete, merkt ihr, die ist viel, viel weicher. Also, ihr merkt es nicht, aber ihr könnt es sehen. Die ist auf jeden Fall weicher, zerfließt auch viel schöner. Aber die ist jetzt so ein bisschen hart. Die ist jetzt hart geworden. Und ein bisschen leuchtet so. Leute, was sagt ihr zu diesem Experiment? Ihr hört schon, ich bin auch ein bisschen krank. Ja, bitte verzeiht mir es. Aber trotzdem wollen wir euch natürlich tolle neue Videos zeigen. Deswegen nehmen wir auch noch Videos auf, wenn unsere Stimme ein bisschen angeschlagen ist. Ich hoffe, ihr könnt uns das verzeihen. Wir machen das ja für euch. Leute, wenn es euch gefällt, gerne einen Daumen nach oben. Wenn es euch gar nicht gefällt, Daumen nach oben. Leute, gar kein Problem. Das ist mega hart geworden, Leute. Mittlerweile ist es echt hart geworden. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao! Wir wollen heute intelligente Knete vorstellen und auch Schleim. Kennt ihr das zufällig? Oder intelligente Knete? Das ist was ganz Neues. Sehe ich jetzt zum ersten Mal. Nein, natürlich nicht, Leute. Wir haben schon eine Menge an intelligente Knetsorten vorgestellt. Hier ist zum Beispiel Erdbeershake, der seine Farbe verändern kann. Ich glaube, im warmen Wasser. So. Und dann haben wir hier noch Neusipati Schleim. Ganz normaler Schleim. Die möchten wir euch heute nicht vorstellen. Die werden wir heute mischen. Und zwar wie? Mit dem Mixer. Ja, wir werden es versuchen, ob man die hier vielleicht jetzt mit dem Mixer mischen kann oder was da einfach passiert. Mal wieder ein Schleim- und intelligente Knete-Experiment. Wir möchten einfach mal gucken, was da so geht. Auch wenn es nicht funktioniert, ist nicht schlimm. Das war die Erfahrung auf jeden Fall wert und ich denke, ihr wollt es auch mal sehen. So, wir packen ein bisschen intelligente Knete rein. Natürlich nicht alles. So viel könnte reichen. Na. So. Der Erdbeershake. Eine tolle Farbe, wie ich finde. Schaut euch das mal an. Das kommt jetzt hier rein. So. Und dann kommt das Ding hier rein. Neusipati. Und ich habe hier überall noch intelligente Knete. Einen Moment, Leute. Fühlt sich komisch an. So, dann haben wir hier blauen Schleim, Neusipati, super eklig. Das packen wir jetzt auch hier rein und das wollen wir jetzt mal mixen und mal schauen, was passiert. Wir sind bereit, Leute. Ich hoffe, der Mixer geht nicht kaputt. Dieser Mixer, der ist extra nur für die Experimente. Bitte nicht nachmachen, Leute. Wir machen das ja extra für euch und mal schauen, ob es wirklich ein Experiment wird oder ob es ein Fail-Experiment wird. Bin ich mal gespannt, was hier passieren wird. Wir fangen an zu mischen. Wow. 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 Also mischen werden die sich. Mischen werden die sich auf keinen Fall, das sehe ich schon. Ich würde sagen, ich mache das jetzt ein paar Minuten noch weiter und dann schauen wir uns das Ergebnis mal an. Aber ich glaube, das wird wieder ein Fail-Experiment. Nein! Leute, ich habe es versucht, aber ich glaube, das wird nichts. Das wird nichts. Schaut euch das mal an. Wir haben hier nur kleine intelligente Knetestückchen und den Schleim. Aber mischen tun sie die sich nicht, auf keinen Fall. Mann, ein Fehlexperiment. Mann, da passiert gar nichts. Absolut nada, null. Gar nichts, Leute. Komisch. Okay, also ich glaube, das war auch das letzte Experiment mit der intelligenten Knete. Mir fällt sonst nichts ein. Vielleicht habt ihr ja noch Ideen, was man mit intelligenter Knete machen könnte. Wir haben das auch schon mit dem Hammer zerschlagen. Wir haben es jetzt in den Mixer gesteckt und es ist nichts passiert. Also wir können das auch wieder zu einer intelligenten Knete machen. Da passiert nichts. Hier, könnt ihr sehen. Genau wie am Anfang. Passiert nichts mit dem Schleim. Ja, Fail-Experiment, Leute. Aber wir wollten ja einfach mal schauen, was hier passiert. Und es ist nichts passiert, nur die intelligente Knete-Stückchen. Wie beim letzten intelligente Knete-Experiment ist da nicht wirklich viel passiert. Aber das ist die Erfahrung wert. Wir wollten es einfach mal sehen. Und ich glaube, ihr auch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim übernächsten Mal. Beim nächsten Mal, Leute. Ciao.